Liebe Schwestern und Brüder, ich grüße euch ganz herzlich an diesem sonnigen Sonntagmorgen zu unserer Predigtversammlung. Ich möchte euch gerne den Wochenspruch für die neue Woche mit in den Tag geben. Er ist aus dem 1. Timotheusbrief, dem König aller Könige und Herrn aller Herren, der allein Unsterblichkeit hat, dem sei Ehre und ewige Macht. Diesen Herrn wollen wir ehren, ihn loben und preisen. Ganz herzlich begrüßen wir heute ganz besonders unter uns die Familie Hund, die ihren Sohn Clemens heute gerne taufen lassen möchte. Da freuen wir uns sehr darüber. Herzlich willkommen der ganzen Festgemeinde, die heute mit hier bei uns ist. Ihr merkt auch, die Bläser haben heute bläserfrei, aber wir haben einen super Ersatz heute. Zwei tastenkundige Frauen, die hier den Gottesdienst schmeißen. Eine haben wir schon gehört. Herzlichen Dank, Viktoria, dass du uns heute das Vorspiel gemacht hast. Und ganz am Schluss hören wir dich ja dann nochmal, gell? Gut. Jetzt lasst uns miteinander singen. Das erste Lied, dazu braucht ihr die Gesangbücher. Steht im Gesangbuch unter der Nummer 13 und wir singen die Strophen 1 bis 3. Wir beten gemeinsam die Liturgie, Form 3, die findet sich im Gesangbuch hinten im Anhang auf der Seite 31. Seite 31 im Anhang und dazu bitte ich euch, wer kann, aufzustehen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Herr Jesus Christus, im Licht deiner göttlichen Gnade erkennen wir, dass wir eine Gemeinde von sündigen Menschen sind. Wir bedürfen der täglichen Vergebung und leben allein von deiner Barmherzigkeit. Erlöse uns aus unserer Vereinzelung und vereine uns zu deiner lebendigen Gemeinde. Lehr du trägst sie so.
Jesus Christus spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, ist nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben. Gelobt sei Jesus Christus. Herrlich und mächtig wie Gott war er. Aber er behielt seine Macht nicht für sich und den Glanz seines göttlichen Wesens. Alles legte er von sich ab. Er nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde ein Mensch unter Menschen. Die arme Gestalt eines Menschen trug er und beugte sich tief hinab bis zum Tod, ja, bis zum Tode am Kreuz. Darum hob ihn Gott über alles empor und setzte ihn über alles, was lebt, über Menschen und Mächte. Denn den Namen Jesu sollen sie nennen und ihre Knie beugen, im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Und mit allen Stimmen sollen sie rufen: Jesus Christus ist der Herr. Und Gott, den Vater, rühmen und preisen. Platz. Jetzt dürfen alle Kinder, die wollen, zum Kindergottesdienst gehen mit Bianca zusammen. Ihr müsst keine Bange haben, ihr kommt rechtzeitig dann wieder zurück, bevor die Taufe losgeht, und so lange dürft ihr erst einmal basteln und spielen und eine Geschichte hören. Und die Kerze darf euch begleiten zum Zeichen dafür, dass Jesus Christus mit euch geht. Und wir hören gemeinsam als Schriftlesung einen Abschnitt, eine Geschichte aus dem zweiten Buch Mose. Kurz als Vorgeschichte, was bisher geschah, so heißt es im Fernsehen immer, wenn schon einige Folgen vorausgegangen sind. Der große Urvater Jakob ist mit seinen 12 Söhnen inzwischen in Ägypten gelandet. Da war der Josef zuerst, der wurde von seinen Brüdern ja ziemlich schäbig behandelt, und Josef ist in Ägypten zu großem Ansehen aufgestiegen am Hofe des Pharao. Und seine ganze Familie, der Vater und die ganzen Brüder, sind, als in Israel eine große Hungersnot herrschte, nach Ägypten gekommen. Und seitdem sind sie dort wohnen geblieben. Inzwischen ist viel Zeit vergangen. Mehrere Generationen sind schon gestorben, das Volk ist inzwischen angewachsen und hat sich vermehrt. Und an dieser Stelle setzt nun unsere Geschichte ein.
Die Israeliten waren fruchtbar und vermehrten sich. Es wimmelte nur so von Kindern. Sie wurden sehr zahlreich und bevölkerten das Land. Aber dann kam ein neuer König in Ägypten an die Macht. Der wusste nichts mehr von Josef. Er warnte sein Volk. Seht euch vor, das Volk der Israeliten ist zahlreich und stärker als wir. Auf, lasst uns planen, was wir tun können, damit sie sich nicht immer weiter vermehren. Sonst schließen sie sich unseren Feinden an, wenn es zum Krieg kommt. Dann kämpfen sie gegen uns und werden das Land verlassen. Deshalb setzten die Ägypter Aufseher ein. Die sollten die Israeliten zu harter Arbeit zwingen. Sie mussten für den Pharao die Städte Pithon und Ramses als Vorratslager bauen. Doch als die Ägypter das Volk immer härter unterdrückten, wurde es noch zahlreicher und breitete sich aus. Da packte sie das Entsetzen vor den Israeliten. Sie zwangen sie mit Gewalt zur Arbeit und machten ihnen das Leben zur Qual. Sie mussten als Sklaven Ziegel aus Lehm machen und sich auf den Feldern plagen. Zu all dem zwang man sie mit Gewalt. Dann befahl der König von Ägypten den hebräischen Hebammen, die eine hieß Schifra und die andere Pua: Wenn ihr den Hebräerinnen helft, achtet bei der Geburt auf das Geschlecht. Ist es ein Junge, dann tötet ihn. Ist es ein Mädchen, dann darf es leben. Aber die Hebammen waren gottgehorsam. Deswegen taten sie nicht, was der ägyptische König ihnen befohlen hatte. Sie ließen die Jungen am Leben. Da rief der ägyptische König die Hebammen herbei und stellte sie zur Rede. Warum tut ihr das und lasst die Jungen am Leben? Die Hebammen erwiderten dem Pharao: Die hebräischen Frauen sind nicht so wie die ägyptischen Frauen. Sie sind voller Lebenskraft. Bevor die Hebamme kommt, haben sie schon geboren. Deshalb ließ Gott es den Hebammen gut gehen. So wurde das Volk der Israeliten zahlreich und immer stärker. Lass uns nun gemeinsam singen das nächste Lied unter der Nummer 435. Ich glaube, Gott ist Herr der Welt.
Liebe Familie Bund, liebe Gemeinde, der Taufspruch, den ihr Eltern für euren Clemens herausgesucht habt, der steht im zweiten Brief an Timotheus im ersten Kapitel. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Furcht haben, sich fürchten. Eigentlich ist das nichts Besonderes. Wir Menschen fürchten uns immer wieder vor den unterschiedlichsten Dingen. Und wenn wir ehrlich sind und es zugeben, dann ist sicherlich davon niemand ausgenommen. Kleine Kinder fürchten sich oft im Dunkeln. Sie haben Angst, alleine gelassen zu werden. Und ganz langsam müssen sie lernen, Vertrauen zu entwickeln und lernen, dass Dunkelheit nicht zwangsläufig bedrohlich ist. Und sie lernen dann, dass Mama und Papa ganz bestimmt wiederkommen, wenn sie es versprochen haben. Auch wir Erwachsenen sind nicht frei von Furcht. Wir fürchten uns vor der Klimakrise, vor Krieg und Terror. Wir haben Angst vor Prüfungen, vielleicht vor dem Zahnarzt oder davor, den Arbeitsplatz zu verlieren. Wir fürchten uns vor Krankheit, vor Schmerzen und Tod. Und. Diese Liste ließe sich wahrscheinlich endlos fortsetzen. Woher nehmen wir die Kraft zum Leben, trotz all dieser Ängste? Wie schaffen wir es trotzdem weiterzumachen, uns nicht lähmen zu lassen oder in Depressionen zu versinken? Ich bin froh, dass wir als Christen eine Adresse haben, an die wir uns wenden können mit all den Dingen, die uns Angst machen. Ich bin froh, dass wir darauf vertrauen können, dass es Gott gibt, auf den wir uns verlassen können, der alles in den Händen hält, auch mein und dein kleines Leben. Ein Gott, der versprochen hat, dass er einmal alles zu einem guten Ende führen wird. Und dieser Gott ist ein Gott, der ganz genau weiß, wie es uns geht mit unserer Furcht und unseren Ängsten. Unzählige Male hören Menschen in der Bibel die Worte "Fürchte dich nicht" oder "Fürchtet euch nicht". Unzählige Male werden Menschen ermutigt: "Hab Vertrauen, ich bin bei dir, ich gehe mit, ich lasse dich nicht allein." Und wir erfahren auch, dass diese Menschen das erlebt haben, dass es stimmt. Ihr Vertrauen wurde nicht enttäuscht. Und solche Geschichten lesen wir nicht nur in der Bibel. Unzählige Lieder im Gesangbuch, die berichten davon. Menschen sind voll Dankbarkeit über Gottes Hilfe. Sie singen davon und sie wollen andere ermutigen, einzustimmen. Lobe den Herrn, der dich auf Adelers Fittichen sicher geführet. Oder: "Bis hierher hat mich Gott gebracht durch seine große Güte." "Du bist der große Treue, der unser nie vergisst." "Du bist mein Zufluchtsort." "Du bist meine Zuflucht und Stärke." Auch diese Liederliste könnte man noch endlos fortsetzen. Und wenn wir jetzt hier unter uns eine Umfrage machen würden und fragen würden, wer von euch eine Geschichte erzählen kann, wie er im Leben schon erlebt hat, dass Gott geholfen hat, schwierige Zeiten zu überstehen, dann würden da wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Erlebnisse wir zu hören bekommen. Wie Menschen erfahren haben: "Gott ist bei mir, Gott schenkt mir seine Kraft, wenn ich sie brauche." Der Taufspruch, den ihr Eltern für Clemens herausgesucht habt,
ist auch so ein mutmachendes Wort. Der Apostel Paulus schreibt diesen Satz in einem Brief an seinen Mitarbeiter Timotheus. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Timotheus kann diese Ermutigung von Paulus gerade gut gebrauchen. Offensichtlich bläst ihm nämlich gerade ganz kräftiger Gegenwind ins Gesicht. Wie Paulus ist er unterwegs, Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus weiterzusagen. Normalerweise ist er gemeinsam mit Paulus unterwegs. Aber Paulus ist gerade im Gefängnis. Denn es gibt Mächtige, denen gefällt es gar nicht, was Paulus den Menschen zu sagen hat. Sie sind misstrauisch, sie fürchten diese neue Lehre, dass Menschen sich womöglich zusammenrotten, vielleicht gar einen Umsturz planen, dann lieber auf Nummer sicher gehen und den Anführer, diesen Paulus, ins Gefängnis werfen. Für den jungen Mitarbeiter Timotheus ist das wahrscheinlich ein großer Schock gewesen. Es wird ihm bewusst, wie gefährlich das ist, was er da tut. Möglicherweise lebensgefährlich. Und Paulus hat das wohl geahnt, denn er schreibt in seinem Brief nach diesen Worten noch weiter: Schäme dich also nicht, als Zeuge für unseren Herrn aufzutreten. Und schäme dich auch nicht für mich, weil ich seinetwegen in Haft bin. Sei vielmehr bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Leiden für die gute Nachricht. Es ist noch gar nicht so lange her, da hatten die Menschen auf der anderen Seite der Mauer in der ehemaligen DDR durchaus zu leiden, wenn sie ihren christlichen Glauben lebten und wenn sie sich der sozialistischen Doktrin widersetzten. Jetzt ist das Gott sei Dank nicht mehr so. Leiden müssen wir Christen hier in Deutschland glücklicherweise nicht. Aber belächelt werden wir schon manchmal. Und wer weiß, wie sich die Gesellschaft in Deutschland weiterentwickelt. Immer mehr Menschen wenden sich vom christlichen Glauben ab. Und letztens las ich voll Erstaunen, dass es mittlerweile sogar schon grüne Bundestagsabgeordnete gibt, die sich weigern, in einem Sitzungssaal zu tagen, wenn in diesem Sitzungssaal ein Kreuz an einer Wand hängt. Und ich habe den Eindruck, wir Menschen hier in Deutschland, gerät es immer mehr in Vergessenheit, dass unsere abendländische Kultur ihre sozialen Werte und ihre demokratischen Werte eigentlich dem christlichen Glauben verdankt. Aber Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Diesen guten Geist Gottes können wir alle immer wieder gebrauchen. Und um diesen guten, ermutigenden Geist wollen wir heute ganz besonders für den kleinen Clemens bitten. Wir wünschen ihm, dass er trotz aller Ängste und Bedrohungen im Leben, dass er Vertrauen zu Gott fasst und dieses Vertrauen in ihm wächst. Dass er Gott kennenlernt als den, der sein Leben und die ganze Welt in seinen Händen hält. Und dass er in diesem Vertrauen sein Leben meistert. Dazu müssen wir alle unser Möglichstes beitragen. Ganz besonders ihr Eltern und Paten. Heute sagt ihr ja stellvertretend für Clemens ja. Ja dazu, dass Clemens ein Kind Gottes wird und dass er zu unserer Gemeinde gehört. Clemens versteht das jetzt noch nicht, dazu ist er zu klein.
Er versteht nicht, was das für ein großes Geschenk ist, das er heute bekommt. Deshalb ist es wichtig, dass ihr ihm davon erzählt, dass ihr ihn ermutigt, sein Vertrauen auf Gott zu setzen. Je älter Clemens wird, desto mehr muss er selbst herausfinden, woran er sich orientiert. Irgendwann muss er dann selbst entscheiden, ob er den Weg, auf den ihr ihn heute mitnehmt, ob er diesen Weg weitergeht. Und wir wünschen ihm von Herzen, dass er seine eigenen guten Erfahrungen mit Gott macht, dass er dann selbst für sich sagen kann: Gott hat mir nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir singen gemeinsam das nächste Lied unter der Nummer 547. Da brauchen wir nochmal das Gesangbuch. 547, die Strophen 1 bis 3. Und während dieses Liedes kommen jetzt auch die Kindergottesdienstkinder wieder zurück. Und wir sind auch ganz gespannt auf unseren Täufling jetzt. Jetzt bitte ich euch, dass ihr das Faltblatt zur Hand nehmt. Das braucht ihr jetzt. Und wir beginnen jetzt an der Stelle, wo auf der ersten Seite Taufliturgie steht. Und da beginnen wir jetzt mit so einem Frage-Antwort-Teil. Warum taufen wir? Weil Jesus Christus gesagt hat: Mir gehört alle Macht im Himmel und auf der Erde. Darum geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes
und sagt ihnen alles weiter, was ich euch gesagt habe, und zeigt ihnen, wie sie danach leben können. Was hat uns Jesus dabei versprochen? Wer glaubt und getauft wird, der wird glücklich werden. Wer aber nicht glaubt, der wird mein Glück nicht finden. Gilt das auch für Kinder? Was hat Jesus von den Kindern gesagt? Denn ihnen gehört das Reich Gottes. Wenn jetzt hier noch Kinder sind, die besser sehen möchten, was hier vorne passiert, dann könnt ihr jetzt gerne auch mit hier vorkommen. Denn sonst sind die Erwachsenen so groß, dass ihr nicht so gut gucken könnt. Also kommt ruhig und stellt euch hier vorne mit hin und schaut genau zu, denn bei den meisten von euch ist das wahrscheinlich auch mal genauso passiert. Im Brief an die Gemeinde in Rom lesen wir: Wisst ihr denn nicht, dass wir alle, die wir auf Jesus Christus getauft sind, in seinen Tod getauft wurden? Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters neues Leben bekommen hat, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wie seid ihr also getauft? In Jesu Tod und in sein neues Leben. In den Tod Jesu und in sein neues Leben taufe ich nun dich, Clemens Philipp, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So hast du nun durch die Taufe Anteil an Jesu Tod. Und wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so sollst auch du nun in einem neuen Leben wandeln. Amen. Und nun lebe, aber nicht du allein, sondern Jesus Christus lebe in dir. Dein ganzes Leben auf dieser Erde sei ein Leben im Glauben an den Sohn Gottes, der dich lieb hat und der sich selbst für dich dahingegeben hat. Liebe Eltern und Paten, weil wir durch Jesus Christus das Leben haben, könnt ihr seinem Auftrag entsprechend Clemens Philipp in Freiheit und Liebe erziehen und im Glauben zu ihm führen. Wollt ihr das? Ja.
Jetzt darf ich der Gemeinde mitteilen, welches die Paten für Clemens sind. Das ist einmal Christiane Bertling und die Anja Klitzing und Christian Gerstenkorn. Ihr dürft euch jetzt schon mal setzen. Ihr bleibt mal noch stehen als Familie. Die Kinder dürfen sich jetzt auch setzen. Wollt ihr die Mathilda machen? Ja, das nächste Lied auf der Regenbogenstraße ist wahrscheinlich nicht so vielen bekannt. Gabi wird es uns auf dem Klavier einmal vorspielen. Ja. Einfach mitsingen. Okay, gut. Es ist noch einiges anzusagen. Jetzt gleich im Anschluss an die Predigtversammlung können wir euch leider heute nicht anbieten, dass ihr Suppe essen könnt oder Kaffee trinken könnt. Das geht heute ein bisschen nicht so gut, weil im Gemeindehaus drüben eine Gruppe ist, die jetzt im Laufe des Vormittags erst abreist.
Das heißt, sie wursteln noch in der Küche rum und machen sauber und alles. Deswegen konnten wir jetzt dort nicht rein. Also heute weder Suppe noch Kaffee, aber nächsten Sonntag dann wieder. Morgen am Montag um 19 Uhr trifft sich der Ältestenrat zu seiner nächsten Sitzung. Wir bitten euch alle ganz herzlich, dass ihr unsere Sitzung in eurer Fürbitte begleitet. Am Mittwoch 15.30 Uhr ist wieder Jungschau für die Kinder der ersten und zweiten Klasse. Und ich glaube, wenn ich es mir richtig gemerkt habe, dass ihr was ganz Tolles macht. Ihr werdet nämlich Hörnchen backen, die wir dann zum Martinsfest am 11.11. brauchen. Am Freitag ist auch wieder Konfikurs. Ihr trefft euch 15.30 Uhr diese Woche mit Sven. Also sagt bitte auch den anderen noch mal weiter als Erinnerung, dass es jetzt wieder losgeht und wir wieder die nächsten Freitage miteinander zusammen sind. Am kommenden Samstag um 19 Uhr ist wieder Singstunde und nächsten Sonntag um 10 Uhr Predigtversammlung zum Ältestenfest. Wir feiern in der Versammlung auch miteinander das Heilige Abendmahl. Und nach der Versammlung seid ihr dann alle ganz herzlich eingeladen zum Gemeinrat. Bitte sagt das noch weiter überall in der Gemeinde. Ganz wichtig, dass möglichst viele zum Gemeinrat kommen. Wir haben wichtige Themen auf der Tagesordnung, unter anderem auch mehreres zum Gottesacker und auch ganz wichtige Themen, die unsere eigene Gemeinde und deren Zukunft betreffen. Ganz herzlich wollen wir uns bedanken bei allen, die großzügig gegeben haben bei der letzten Kollekte vom letzten Sonntag. Es wurden 167,90 € eingenommen. Heute bitten wir euch am Ausgang auch wieder um eine Kollekte und die ist heute für den Haushalt unserer eigenen Gemeinde bestimmt. Und nun wollen wir miteinander Fürbitte halten und dazu bitte ich euch aufzustehen. Gott, wir bitten dich für Clemens, schenke ihm deinen Segen und deine Liebe, damit er in Glauben und Hoffnung aufwachsen kann. Lass ihn immer deine Gegenwart spüren und in seinem Herzen das Licht deiner Wahrheit tragen. Für Clemens bitten wir um Freundschaft und Geborgenheit. Lass ihn von Menschen umgeben sein, die ihn lieben und unterstützen, und gib ihm Kraft, seine Träume zu verwirklichen. Schenke Clemens eine offene und neugierige Seele. Möge er Freude am Leben finden, Mitgefühl für andere entwickeln und immer die Schönheit deiner Schöpfung erkennen. Großer Gott, wir bitten dich auch für die Eltern von Clemens, für die Paten und uns als Gemeinde. Hilf uns allen, dass wir uns nach Kräften bemühen und Clemens zum Glauben an dich führen. Aber großer Gott, nicht allen Kindern geht es so gut wie Clemens. Viele Kinder wachsen mitten im Krieg auf. Vielen Kindern fehlt es an Kleidung, Wohnung, Nahrung und Zuwendung. Hilf uns, dass wir unser Möglichstes tun, um ihre Not zu lindern. Wir denken an die unzähligen Krisengebiete unserer Erde, an die Menschen in der Ukraine, an die Menschen in Israel, an die Menschen in den Palästinensergebieten und im Libanon. Hilf du doch dazu, dass die Waffen endlich schweigen, dass Hass, Rache und Vergeltung aufhören und Wege zum Frieden sich auftun. Ganz besonders bitten wir dich heute auch für die Präsidentschaftswahlen in den USA. Hilf doch dazu,
dass die Wahlen ruhig und friedlich verlaufen. Lass nicht zu, dass Verleumdung und Lügen triumphieren. Hilf dazu, dass eine Person gewählt wird, die sich für Wahrheit, Verständigung und Versöhnung einsetzt. Und wir bitten dich auch um deine Wegweisung für unsere Kirche. Rufe du Menschen in den Dienst, dich zu verkündigen und uns im Glauben zu bestärken. Öffne du Menschen das Herz, dass sie die gute Botschaft von deiner Liebe erfahren und annehmen. Und alles, was uns sonst noch bewegt, bringen wir vor dich mit den Worten, die dein Sohn Jesus Christus uns anvertraut hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und wir hören noch einmal den Taufspruch von Clemens. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Jetzt nimmt bitte wieder Platz. Nachspiel nehmen wir noch einmal Platz.